Heute beim Elektrischen Reporter: Konsolenmusik, der Tahrirplatz und Emojis. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Die Popmusik ist angefüllt mit Genres, die überhaupt nicht Pop sind, sondern oft älter als die Eltern ihrer Fans. Hip-Hop, Reggae, Heavy Metal, Techno, all das gibt es schon seit x Jahrzehnten. Nun gesellt sich zu diesen Nostalgieklängen eine neue alte Musik, die aus Spielkonsolen nämlich, wie unser erster Beitrag zeigt. Seitdem es Computerspiele gibt, begeistert Game-Fans auch die dazugehörige Musik. Von The Great Gianna Sisters bis Super Mario. Viele Spieleklassiker aus C64- und Gameboy-Zeiten haben sich nicht nur auf der Netzhaut, sondern auch ins Gehör der Zocker für alle Zeiten eingebrannt. Und diese Songs mit ihrem charakteristischen 8-Bit-Klang werden nicht nur von Nostalgikern auf YouTube nachgehört, sondern sie stehen sogar Pate für ein eigenes Musikgenre. Chiptune, eine Musikrichtung, deren Geräusche nicht von Instrumenten, sondern von den Original-Soundchips aus den Anfangszeiten der Homecomputer erzeugt werden. Hannes Vertaler ist Chiptuner. Unter seinem Künstlernamen IRQ7 tritt er seit 2006 auf. Sein Lieblingsinstrument? Ein umgebauter Gameboy. Trotz oder gerade wegen aller technischen Beschränkungen. Das Besondere an der Chiptune-Musik ist für mich eigentlich, dass man mit einer limitierten Hardware seine Songs bauen muss. Man muss halt wirklich mit dem, was man hat, quasi zurande kommen und da alle Tricks ausschöpfen, die man so zur Verfügung hat, und kreativ sein, um dann halt ja trotzdem gute Sounds zu machen. Chiptune ist auch ein Gegenentwurf zur Mainstream-Musik, die häufig auf teuren Geräten mit komplexer Software entsteht. Ganz anders bei Hannes Vertaler, der seine Liebe zur Gameboy-Musik durch den Gameboy Music Club entdeckte. Der Gameboy in seiner Einfachheit ist für ihn der ideale Synthesizer, mit dem jeder Musik machen lernen kann. Deshalb veranstaltet Vertaler auch regelmäßig Workshops, damit dieses Wissen nicht verloren geht. Aber nicht nur Nerds wie Vertale sind den Gaming-Sounds verfallen. Auch Anhänger klassischer Musik outen sich gelegentlich als Zocker. Benjamin Nuss zum Beispiel. Er ist klassischer Pianist und tritt mit Musikstücken aus Computerspielen sogar in der Philharmonie auf. Ich finde, dass bei so einem Spiel ist die Seele quasi die Musik. Das kann man vergleichen mit einem Film. Da ist es auch so, Star Wars wäre nix ohne den genialen Soundtrack. In der Videospielmusik ist es ganz klar, worum es geht. Es ist ganz klar, das ist dieser Charakter, das ist diese Situation und so weiter. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Besonders angetan haben es Nuss die Werke von Nobuo Uematsu, dem Komponisten der Musik der Final Fantasy-Reihe. Und die 15 seit 1987 erschienenen Final Fantasy-Teile sind auch für die Evolution der Games-Musik interessant, ist der Grammy-prämierte Computerspielmusikdirigent Arnie Roth überzeugt. Denn hier zeigt sich, wie sich aus den fiepsigen 8-Bit-Sounds der 80er Klangwelten entwickelt haben, die durchaus mit Hollywood-Blockbustern mithalten können. And it was an astounding difference. Es war ein erstaunlicher Unterschied von sehr einfachen Sounds, die von einem Computerchip kamen, zu ganzen Orchestern, Rockbands, alles, was man sich auf dem Gebiet der Tonaufnahme vorstellen kann. Und für Roth sind Computerspielkonzerte eben keine Spielerei, sondern eine Möglichkeit, sich ein dringend benötigtes neues Publikum zu erschließen. Das Publikum von symphonischen Orchestern stirbt aus. Die Musik von Final Fantasy und Videospielmusik generell ist ein Weg, um ein junges Publikum in die Konzertsäle zu bringen und ihnen klassische Musik nahezubringen.
Und dieser Plan geht auf. Spielemusikkonzerte sind Publikumsmagneten, oft schon lange im Voraus ausverkauft. Da stört es wenig, wenn einige Klassikpuristen über ihre neuen Kollegen spotten und ihre Musik als Kunstform nicht anerkennen. Und vor allem, Chiptuner wie Fertala brauchen ohnehin keine Philharmonie, um ihre Musik einem Live-Publikum vorzuspielen. Dem Gameboy Music Club reicht notfalls auch eine Tram als Location. Jedenfalls, solange die Batterie hält. Der sogenannte arabische Frühling machte vielen jungen Menschen in der Region Hoffnung auf eine demokratischere Zukunft. Wie es heute, ein paar Jahre später, um diese Hoffnung steht, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Mohammed Amjahid. Auf Twitter heiße ich Mamjahid. Ich bin Reporter für den Tagesspiegel und demnächst auch für die Zeit. Also ich war in Kairo zum ersten Mal 2010 und ich war mit Aktivistinnen und Aktivisten 2010 auf dem Tahrir-Platz und wir haben über Möglichkeiten des Umbruchs gesprochen. Wird was passieren? Kann man das Regime stürzen? Und dann haben alle natürlich gelacht und dann ist es passiert. An diesem Abend saß ich da, habe mich umgeguckt, habe an die quasi meine alten Reportereinsätze in Ägypten gedacht und diesen Tweet verfasst. Und dazwischen, dass da was passiert ist, das kann man am öffentlichen Raum da gar nicht mehr sehen. Und das macht dann einen dann doch so ein bisschen nachdenklich. Ja, Leute haben sich vernetzt vorher, schon Jahre vorher, seitdem es das Internet gibt, über soziale Medien, auch über Plattformen wie Twitter und Facebook. Es gab viele Artikel, Analysen, wissenschaftliche Aufsätze über die Twitter- und Facebook-Revolution. Das ist natürlich Quatsch, weil man braucht ein bisschen mehr als Twitter und Facebook. Dennoch waren das Tools, die Leute bewusst eingesetzt haben und immer noch heute einsetzen. Es ist viel geblieben, so deprimierend es jetzt gerade aussieht. Und viele meiner Freunde sagen, dass sie erstmal mit Politik, Revolution, Umbrüchen nichts zu tun haben wollen. Und ich mache ihnen auch nicht den Vorwurf, dass sie jetzt quasi aufhören, sich zu engagieren. Der Druck ist so hoch, dass man Bedenken hat, bei jedem Tweet, bei jeder Aktion an der Universität, bei jedem Gedanken Kritik zu äußern, dass man Bedenken hat, ob man da nicht tatsächlich in den Kerker geworfen wird. Aber die Bereitschaft oder die Fähigkeit zur Kritik, die ist jetzt eingepflanzt. Das Internet ist ein Sprachbabel und rein quantitativ liegt nicht etwa das Englische vorn, sondern Mandarin, also Chinesisch. Einige hoffen, aus Emojis, also den kleinen Bildchen, die man beispielsweise von WhatsApp kennt, könnte sich irgendwann eine Art universelle Netzsprache entwickeln. Wie es darum steht, das zeigt unser nächster Beitrag. Ende der 90er entwickelt Shigekaka Kurita die ersten Emojis für einen japanischen Telekommunikationskonzern. Damals ahnt noch niemand, dass seine 12x12 Pixel großen Symbolbildchen die Art und Weise, wie wir uns Nachrichten schreiben, radikal verändern wird. Heute, durch den Erfolg von WhatsApp, sind die bunten Nachfolger seiner Piktogramme überall. Und mancher sieht in Emojis bereits eine neue Welt- und Universalsprache. Der Designdozent Nuri Ovic aus Bremen gehört nicht dazu. Er ist mit den vorhandenen Emojis unzufrieden und arbeitet deshalb mit seinen Studierenden an neuen Bildchen. Es gibt so circa 700 Emojis, sehr, sehr, sehr viele, die halt verschiedene Lebenslagen beschreiben, aber fast alle lieblich, also da wird eine Kuh abgebildet oder eine Tiger und so weiter. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber vielleicht bestimmt für Bauern ist das bestimmt ganz gut, Kühe hin und her zu verschicken, weiß ich nicht. Aber die Arbeit von Ovic und seinen Studierenden gestaltet sich schwieriger als gedacht.
Denn auch durch noch so liebliche Emojis lassen sich nicht alle Fallstricke interkultureller Kommunikation umgehen. Und das ist, glaube ich, was ich eigentlich ganz schön finde, so italienisch, und das hat sich auch in Deutschland so durchgesetzt. Perfekt, super, astrein. Ich glaube, in Bulgarien und in Brasilien ist schwul damit gemeint. Klar gibt es auch genug Piktogramme, die international problemlos verstanden werden. Einzelne Begriffe etwa wie Flugzeug zum Beispiel. Ganze Sätze aber, die zur komplexen Beschreibung einer Situation notwendig sind, geben die Emojis nicht her, erläutert der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic. Das heißt, wir können natürlich ein Flugzeug ersetzen in einem Satz, das Wort Flugzeug ersetzen durch ein Bild von einem Flugzeug, aber es ist sehr viel schwerer, zum Beispiel das Verb warten durch ein Emoji zu ersetzen, weil das eben ein Zustand ist oder eine Tätigkeit, die wir ausüben, und die kann man schlecht darstellen. Die bunten Bildchen sind so etwas wie der Hashtag der Smartphone-Kommunikation. Sie ergänzen eher Kontext zu einem Text, als dass sie diesen ersetzen könnten. Eine Nachricht wie "Gleich geht's los" mit einem kleinen Flugzeug-Emoji macht deutlich, dass sich jemand an einem Flughafen befindet und gleich in ein Flugzeug steigt. Aber manchmal ist ein Emoji doch mehr als einfach die bildliche Entsprechung eines beliebigen Gegenstandes. Etwa das lachende Gesicht mit den Tränen in den Augen, wie es das Oxford Dictionary kürzlich in Großbritannien zum Wort des Jahres gekürt hat. Denn durch einfaches Drücken auf den Touchscreen lässt sich mit diesem Emoji eine hochkomplexe Emotion ausdrücken. Erhard Bohr vom Verein Deutsche Sprache überzeugen aber nicht einmal solche Emojis. Denn um als echte Sprache funktionieren zu können, gibt es in seinen Augen schlicht und einfach zu wenig brauchbare Emojis. Ja, das ist eine Spielerei, denke ich. Und was dabei rauskommt, letzten Endes, vielleicht bleiben 5, 6 oder 10 Zeichen, die dann irgendwann mal breiter bekannt sind. Und wenn das der Fall ist, dann ist es so. Nuri Ovic ist überzeugt, dass sich der Zeichensatz weiter vergrößern muss, damit sich das Emoji-Alphabet durchsetzen kann. Dann müssten aber auch die Geräte größer werden, um mehr Emojis auf einen Blick anzuzeigen. Denn aktuell müssen Nutzer sich noch merken, wo welches Emoji auf ihrer Tastatur liegt. Bei 700 Bildern ist das schwierig, bei 7000 fast unmöglich. Deshalb ruht die Hoffnung von Nuri und seinen Studierenden auf Zusatztastaturen, die man sich zum Beispiel über den App Store kaufen kann. Aber auch daraus resultieren neue Probleme. Die kosten nämlich was, die muss man kaufen, das ist auch der Haken. Aber de facto rein theoretisch möglich, dass man halt unsere Emojis oder Piktogramme, sage ich mal, integrieren kann und sie nutzbar machen kann. Sinnvoll ist das aber natürlich nur, wenn Sender und Empfänger über die gleiche Zusatztastatur verfügen. Es scheint also auch in der Zukunft so zu bleiben. Emojis eignen sich vor allem für Nachrichten an Menschen, die man schon ziemlich gut kennt. Und alle anderen tippen im Zweifelsfall aneinander vorbei. Der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten in ihren unübersetzbaren Worten. Marie von Ebner-Eschenbach. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.